Hallo, zurzeit in allen Medien präsent, der Fall Böhmermann, Erdogan. Ich wollte mich eigentlich mit Manne Krug treffen, war aber gerade nichts. Ich glaube, da kann mir auch keine Auskunft darüber geben. Aber hier steht's. Unser Top-Anwalt in Plauen und den suche ich jetzt auf. Kommt mal mit. Hallo Herbert, heute bei dir zur juristischen Kaffeepause. Freut mich. Hallo André, herzlich willkommen. Und du weißt ja schon, um was es geht. Im Fall Böhmermann. Und ich habe jetzt auf die Schnelle hin, ganz ehrlich gesagt, gar niemanden gefunden, den ich wirklich dazu mal hätte fragen können. Aber dann kam es mir natürlich, dass ich dich fragen kann. Ist ein klarer Fall. Klär mich mal ein bisschen auf, erstmal zu der Sache an sich, was da läuft. Na gut, also grundsätzlich geht es erstmal um die Frage, liegt eine Beleidigung vor oder ist es erlaubte Satire, was hier stattgefunden hat? Das ist der ganz grobe Kontext, den jeder noch verstehen kann. Ja. Hier haben wir die besondere Situation, dass noch ein ausländisches Staatsoberhaupt angegriffen worden ist oder sich angegriffen fühlt. Dafür haben wir einen gesonderten Paragraphen in unserem Strafgesetzbuch, wie im Übrigen auch viele andere Länder dieser Welt auch und auch die ehemalige DDR es zum Beispiel hatte, im Paragraph 103, in dem bei in Anführungsstrichen befreundeten Staaten oder zumindest Staaten, mit denen die Bundesrepublik nicht verfeindet ist, die gesonderte Ermächtigung der Strafverfolgung erteilt werden kann und dann ein etwas höheres Strafmaß, ein höherer Strafrahmen angesetzt werden kann oder angesetzt werden müsste, wenn denn der Tatbestand der Beleidigung, der bleibt zu prüfen, erfüllt sein sollte. Die Bundesregierung hat hier auf ein Ermächtigungsverlangen der türkischen Regierung reagiert. Und aus meiner Sicht, das sehen viele Juristen sehr unterschiedlich, man sagt immer drei Juristen, fünf Meinungen, das ist auch in diesem Fall nicht anders. Es gibt Juristen, die sagen, die erteilte Ermächtigung der Bundesregierung zur Strafverfolgung nach 103 Strafgesetzbuch sei fehlerhaft gewesen, es wäre vorschnell agiert worden und ähnliches. Es gibt aber auch genügend viele, die es genau anders sehen. Dazu gehöre ich zum Beispiel. Ich bin der Auffassung, ein Rechtsstaat und eine Demokratie müssen zeigen, dass sie funktionieren. Und gerade bei einer Person, die zumindest den Eindruck erweckt, für mich ist es vielleicht schon mehr als nur ein Eindruck, dass sie Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit nun ganz und gar nicht schätzt, ist es wichtig, einer solchen Person zu zeigen, wie es funktionieren kann und dass ein Staatspräsident nicht immer Recht hat. Und nur weil wir Herrn Erdogan nicht mögen, heißt es noch lange nicht, dass er deswegen rechtlos ist. Auch er hat Rechte. Es handelt sich ja um Satire. Wir wissen ja alle seit Tucholsky, dass wir zum Beispiel Satire ja natürlich auch nicht nur ertragen, sondern es gehört einfach auch ein bisschen zu unserem Leitbild in unserer Kultur, dass man wirklich satirisch umgehen kann, die freie Meinung zählt. Jetzt kommt natürlich jetzt jemand her, wie Erdogan, der das Fernsehen schauen lässt und sagt, oh, das beleidigt mich und legt los. Das ist natürlich so ein ganz anderer Beigeschmack dabei, finde ich. Das sehe ich anders und so wird gerade von bestimmten Kräften in unserem Land versucht, Stimmung zu machen. Ich sehe das genau andersrum. Wie? Gerade an diesem Fall können wir einem Menschen wie Herrn Erdogan zeigen, wie Demokratie funktioniert und wie eben auch Kunstfreiheit und Pressefreiheit funktioniert. Gerade dies ist der Bärendienst, den Herr Erdogan sich selber meines Erachtens mit diesem Fall gegeben hat. Ich vertraue schon lange nicht mehr darauf, dass wir immer Anspruch haben auf gerechte Urteile. Wir haben nach der Prozessordnung nur Anspruch auf ein Urteil. Von gerecht steht in der Prozessordnung nicht zwingend was drin. Aber ich vertraue durchaus in unseren Rechtsstaat und dass er halbwegs funktioniert.